Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Morgen und darf Sie recht herzlich im Namen von Frau in der Wirtschaft aus dem Haus der Wiener Wirtschaft begrüßen. Ich hoffe, Sie hatten einen schönen Sommer, erholsame Tage und können vielleicht auch noch hier den Spätherbst genießen. Wir von Frau in der Wirtschaft starten heute in unser Herbstprogramm, das also hier zum Thema Mut zum Geld mit neuen Themen und mit sehr spannenden Aspekten wieder weitergeführt wird. Ich freue mich, dass ich heute eine weitere Expertin hier begrüßen kann, Katja Radlgruber, Coach Katja, wie sie sich nennt. Sie wird also dann noch einmal auf diese Zusammenhänge zu sprechen kommen. Recht herzlich willkommen heute bei uns. Ich freue mich sehr. Dankeschön. Und das Thema, auch ein spannendes Thema, keine Scheu vor richtig viel Geld. Ich habe im Vorfeld schon ein bisschen in die Präsentation hineingeguckt und habe so hier schon den einen oder anderen auch für mich höchst motivierenden Aspekt gesehen. Und ich denke, wir starten nun in die Präsentation und vielleicht auch mit einer kleinen Vorstellung. Was steckt denn hinter Coach Katja? Wie ist es auch zu dieser Namensfindung gekommen? Bitte sehr, liebe Katja. Ja, das freut mich sehr. Dankeschön für die Einladung und danke fürs herzliche Willkommen heißen. Freue mich sehr, euch, den Zuschauern, heute etwas zum Thema Geld mitzugeben und nämlich ein bisschen die Angst davor zu nehmen, richtig viel Geld zu verdienen, weil ich merke, als Karriere- und Business Coach, da gibt es häufig noch ein oder andere Blockade, die man uns sich anschauen kann, damit es noch mal weitergeht im Business. Und ich glaube, das ist etwas, was für uns alle gut ist, wenn Frauen tolle Businesses haben. Und deswegen habe ich auch da eine riesige Motivation, heute das Thema mit euch durchzugehen. Und ich darf, wie besprochen, kurz eingehen auf meinen Background. Die Folie klickt nur leider jetzt gerade nicht weiter. Ja, wir kriegen doch technische Unterstützung, aber Genau, vielleicht aber ich kann mich wie. ja in der Zwischenzeit schon mal vorstellen. Ja, das Also, ist ganz wichtig. mein Name Katja Radlgruber seit neuestem. Viele von euch kennen mich vielleicht noch als Katja Schuh und jetzt seit neuestem als Coach Katja. Wo ist der Hintergrund? Ich tue es eigentlich all meine Klientinnen. Immer wenn ihr mir schreibt, bitte redet mich direkt als Katja an. Und passend zu Österreich habe ich jetzt die Abkürzung KK, also Coach Katja, Coach mit K geschrieben als Markenzeichen. Was ist so mein Ziel als Karriere- und Business Coach? 2000 Frauen auf die nächste Karrierestufe zu bringen. Und Karriere ist für mich so vielseitig. Das kann alles heißen. Das ist auch die Gründung des eigenen Unternehmens. Das ist auch der Wechsel von der Selbstständigen hin zur Unternehmerin, wenn es dann Mitarbeiterinnen gibt. Oder auch hin von der Unternehmerin, vielleicht dann später zur Investorin, wenn ich an meinem Unternehmen arbeite. Also vieles integriert sich in die Karriere. Das ist nicht nur der Aufstieg zur Vorstandsvorsitzenden. Und mein Background ist eigentlich im Management und jetzt auch schon seit Ende 2018 als Unternehmerin. Ich habe schon mit 2300 Mitarbeiterinnen geführt und dort in einem Unternehmen, was sehr viel Wert auf Standardisierung der Prozesse legt. Und da werdet ihr heute auch noch einiges von mir auch hören, wie ihr das in eurem eigenen Unternehmen umsetzen könnt, um auch mehr Geld zu verdienen. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn einige von euch schon Teil meiner Businessfrauen-Community sind mit mehr als 3500 Mitgliedern auf LinkedIn. Da könnt ihr gerne mal vorbeischauen bei Businessfrauen Dach oder bei meinem Podcast Female Leader Stories, wo ich jede Woche eine andere spannende Frau im Aha. Karriere-Interview habe. Also auch ganz viele tolle Unternehmerinnen, die weltweit Expertise schon haben, auch aus dem Handwerkbereich und Gewerbebereich. Und da sieht man schon mal, man kann mit vielen verschiedenen Konzepten das eigene Unternehmen zum Wachsen bringen. 2000 Frauen, ist das eine fiktive Zahl oder gibt es einen Hintergrund oder Also, ein Ziel vielleicht? das ist mein Ziel, bis 2022, bis Ende 2022, 2000 Frauen wirklich begleitet zu haben als Karrierecoach über meine verschiedenen Angebote auf die nächste Karrierestufe. Und das war interessant, als dieses Ziel zustande gekommen ist, war ich eigentlich noch ganz am Anfang mit meinem Coaching-Business. Und ich habe gesagt, okay, was möchte ich denn so erreichen? Ich möchte irgendwie
ein Ziel vor Augen haben, an dem ich mich auch orientieren kann. Und da habe ich gesagt, naja, 1000 Frauen vielleicht zu begleiten. Und dann bin ich da gesessen mit meinem jetzigen Ehemann, damals noch Freund, als das Ziel zustande gekommen ist. Habe ich ihn angeschaut, naja, 1000 klingt irgendwie zu erreichbar. Machen wir 2000, da kriege ich Angst davor. Die Latte ein bisschen höher. Die Und 100 plus, was bedeutet das? Die 3500 haben wir ja schon erklärt bekommen. Das ist ja das vom Genau. Business-Frühstück, ja? Also die 100 Mitarbeiterinnen, die ich auch schon mit 23 geführt habe, dafür steht das. Okay, sehr schön. Genau. Unter anderem kann man von mir auch lesen als Karrierekolumnistin beim Brutkasten. Da schreibe ich wirklich häufig über das eigene Unternehmen gründen, aber auch über viele Aspekte wie Hot Skills, Digital Future und Innovation. Und mehr die weiblichen Themen im Wirtschaftsbereich bei der Chiconomy und bei der Woman über Lifestyle im Endeffekt. Vielleicht kennen mich auch einige von meinem großen Event Lunch Break the Pattern, wo wir dieses Jahr 2021 das größte Event zum Weltfrauentag in Österreich veranstaltet haben mit über 60 Speakerinnen aus unterschiedlichsten Domänen. Das ist auch noch immer online, das kann man sich auch online anschauen, die Talks. Ja, so viel zu mir. Sehr schön. Starten wir ins Thema. Genau. Ich habe gleich am Anfang mal kurz eine Impulsfrage für die Teilnehmerinnen mitgenommen, nämlich warum bist du heute hier? Irgendwas hat dich angesprochen an dem Titel, der von Frau in der Wirtschaft ausgeschickt wurde. Also hier kommt jemand und der sagt, keine Scheu vor richtig viel Geld. Was hat dich daran angesprochen? Reflektier das mal ganz kurz für dich und schreib vielleicht auch ein, zwei Wörter darüber auf. Warum bin ich heute hier? Was möchte ich tatsächlich mitnehmen? Und wenn du sagst, ja, das und das möchte ich unbedingt heute beantwortet bekommen, gerne auch in den Chat schreiben. Wir können dann auch auf die Fragen eingehen, wenn du mit uns kommunizierst und bereit bist, deine Gedanken auch allen anderen zu teilen. Aber schreib es dir auf jeden Fall selber auf. Denn es ist ganz wichtig, dass wir auch träumen. Wenn du dir vorstellst, okay, ich habe schon richtig viel Geld mit meinem Business verdient, was wäre dann möglich für dich in deinem Leben? Was würdest du dann anders machen? Wie würde dein Leben ausschauen? Und das ist so diese Ursprungsmotivation, warum ja auch viele gründen. Und manchmal verlieren wir die aus den Augen. Und deswegen nochmal heute Back to the Roots ein bisschen in unserem Talk. Wir haben ja natürlich schon auch im ersten Halbjahr einige Seminare abgehalten, wo wir uns eben mit Businessplänen, mit den Zielen auseinandergesetzt haben. Und ein Motiv, das uns natürlich hier ständig begleitet, warum Frauen auch gerne gründen, ist neben der zeitlichen Flexibilität auch die finanzielle Unabhängigkeit. Und da spielt das heutige Thema natürlich sehr hinein, dass man sagt, ja, finanziell unabhängig, ja, aber wie kann ich sozusagen noch mehr Output herausbringen? Die Zielsetzung ist natürlich individuell zu geben, was möchte ich verdienen, was muss ich verdienen? Ich glaube, die Frage stellt sich ja immer, was muss ich einmal verdienen, um also hier meine Fixkosten zu dienen, zu decken? Und jetzt geht es um diese Spielräume. Und interessant ist es dann schon, weil ich der Meinung bin, dass wir im Unternehmerischen die Chance haben, gleich viel zu verdienen, ob Unternehmerin oder Unternehmer. Und da bin ich gespannt auf Ihre Ansätze, wo wir da als Frauen vielleicht noch ein bisschen nachjustieren können, um auch gefühlsmäßig so viel zu verdienen. Wir haben es vorher schon gesagt, ich finde, wir haben es selber in der Hand, mehr in der Hand als am Arbeitsmarkt, eigentlich das Gleiche zu verdienen wie Männer, als Unternehmerinnen oder sogar mehr, weil wir auch unterschiedlichere Perspektiven einbringen in den Markt insgesamt. Frauen machen vieles in ihrem Business anders als der übliche Markt und das können wir auch zum Vorteil nutzen. Wir müssen nur dazu stehen, dass wir es auch anders machen. Da ist häufig auch ein bisschen so die Tendenz, sich anpassen zu wollen an das, was schon ist. Aber ich erzähle mal ganz kurz von meinem Aha-Moment, warum ich auch heute hier gerne über dieses Thema spreche. Ich habe auch ein Modelabel und man sieht jetzt in der Präsentation, wie das ausschaut, mein Modelabel. Wir produzieren Damenanzüge, also wirkliche Businessanzüge. Und ich war da sehr involviert in der Produktentwicklung. Da wurde sehr lange, ein Dreivierteljahr an diesem Anzug, an dem ersten Anzug auch gefeilt und habe sehr viel Marketing und Community-Aufbau betrieben. Und was mir aber wahnsinnig gefehlt hat und warum das dann nicht so erfolgreich war, wie ich mir gedacht hatte, gleich am Anfang, war der Fokus auf Sales. War der Fokus auf,
Der Unterschied zwischen Marketing und Sales, und das ist ein wahnsinniger Unterschied, ob ich über meine Marke, über meine Werte spreche, in zum Beispiel meiner Kommunikation auf Social Media Plattformen, in meinem Newsletter etc. oder ob ich mich darauf konzentriere, Geld von meinen Kundinnen zu bekommen Ja. und was das für Aktivitäten sind. Und jetzt kannst du, wenn du zu Hause bist, gerade kurz einmal überlegen, welche Sales-Strukturen habe ich in meinem eigenen Unternehmen? Verlasse ich mich drauf, dass einfach von irgendwo her Einkommen reinkommt? Oder habe ich einen strukturierten Plan dafür? Habe ich einen strukturierten Plan, was es heißt, von A, jemand ist interessiert, bis zu Z zu kommen, jemand hat bei mir gekauft und vielleicht noch Z plus, jemand hat sogar etwas zusätzlich gekauft, was er vorher gar nicht wusste, dass es kaufen möchte. Und das braucht Pläne. Und wir reden so viel über Content-Pläne oder eben Social Media Marketing oder ähnliches. Aber wir reden kaum darüber, welche Sales-Pläne wir haben und wann wir wie unser Einkommen im ganzen Jahr strukturiert einnehmen. Und gerade bei EPUs ist das häufig noch ein Teil, der sehr ausgeprägt sein kann. Und ein zweiter Aspekt, den ich ganz kurz hier erwähnen möchte, ist auch, durchleuchte mal das Business Field, in dem du aktuell unterwegs bist. Erstens, ist es ein profitabler Markt? Wie hoch sind denn die Margen in diesem Markt? Lohnt es sich für dich, da deine Zeit rein zu investieren? Das ist auch die Frage einer Berufswahl, zum Beispiel bei Frauen versus Männern. Lohnt es sich für mich, diesen und jenen Beruf zu erlernen im Vergleich zu einem anderen? Also es ist auch das Spielfeld, auf das wir uns begeben, ein sehr wesentliches für ein hohes Einkommen. Auf alle Fälle, ja. Und der zweite Aspekt ist, dieses Feld, auf dem du spielst, sollte das sein, wo du gut drin bist. Also wo du Ressourcen darin hast, die dich unterscheiden von anderen Menschen. Ich habe sehr schnell gemerkt, dass ich zwar eine wahnsinnige Modeaffinität habe, aber ganz wenig Kompetenzen in dem Bereich, ein Modelabel wirklich von 0 auf 100 zu bringen, nämlich in der Produktentwicklung, weil ich keine Designerin bin. Diese Kompetenz hat mir sehr viele Steine in den Weg gelegt, um das wirklich erfolgreich zu machen von klein auf. Jetzt fällt es mir leichter, weil ich mehr Kapital im Endeffekt schon zur Verfügung habe über andere Aspekte. Aber das ist ein ganz wichtiger Background, das nochmal einfach zu checken. Und das waren wirklich Aha-Momente für mich als Unternehmerin. Ist auch wichtig, glaube ich, auch ein Businessfeld, Business Field, dieses hier bezeichnet, zu finden, wo man sich wohl fühlt und auch sicher fühlt und was auch bis zu einem gewissen Grad Freude bereitet. Also es ist nicht so, dass jetzt jeder Tag in jedem Geschäftsfeld immer Freude bereitet. Das geht uns allen so. Aber im Großen und Ganzen muss es etwas sein, mit dem wir uns identifizieren. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das ist ein super wichtiger Punkt. Ich sage immer 80-20. Wenn 80% Ja. der Tage Spaß machen, dann passt das. 20% dürfen auch mal so sein, dass man sagt, okay, jetzt machen wir es. Lieber nicht, ja, aber es muss einmal sein. Genau. Und mir ganz wichtig, ich bin ja im Handel und im Gewerbe auch tätig, bei uns zählt natürlich ausschließlich dann der Umsatz, der gemacht wird, ja, weil das ist, was ist in der Kasse, vor allem ist das Geld auch wirklich angekommen, ja, also werden die Rechnungen auch bezahlt, gerade im Großhandel, wo dann auf Zahlungsziele sind. Also ich muss sagen, da war der Unterschied Marketing, Sales. Ja, Marketing wird ja zum Teil auch ein bisschen woanders gemacht. Das wird oft nicht immer im eigenen Betrieb, sondern man übernimmt es von Produkten her. Stimmt, Aber ja. der Verkauf ist halt so wichtig. Wir Ist super brauchen die wichtig. Umsätze, weil sonst kommen wir nicht raus aus dieser Spirale. Ja. Und da muss man echt sich selber mal reflektieren, wie viel Zeit verbringe ich denn mit Sales-Gedanken? Also denke Ja. ich da tatsächlich daran? Auf den Boden bringen auch das, was wir können. Ich glaube, Genau. das ist das Ziel. Ja. Und schon alleine der Fokus, wenn man nur eine Sache von heute mitnimmt, den Fokus auf Sales zu shiften, bringt wahnsinnig viel im eigenen Unternehmen. Wir haben schon vorher darüber gesprochen, warum verdienen denn jetzt aktuell Frauen häufig auch als Unternehmerinnen noch weniger als Männer? Es ist die deutsche Sprache eine sehr genderkonfliktäre Sprache. Die unterstützt uns nicht unbedingt in diesem Aspekt, weil wir Erfolg und Kompetenz mit Männern assoziieren oder mit männlichen Aspekten assoziieren. Und diese Biases, die habe ich nicht selber erfunden, die sind erforscht unter Unconscious Biases. Und du selber kannst auch einen Test von deinen Unconscious Biases machen über den Harvard Implicit Test.
kann man einfach googeln, dann findet man den und man kann testen, wie stark sind eigentlich meine eigenen Biases im Thema Karriere, Business und Erfolg. Tatsächlich hat fast jeder deutschsprachige Mensch die. Was bedeutet das im Umkehrschluss für dich als Unternehmerin, wenn jetzt jemand einen oder eine IT-Programmiererin sucht, die etwas für mich macht? Und ich finde, eine Anzeige von einem männlichen Programmierer und eine Anzeige einer weiblichen Programmiererin, denke ich mal, ohne dass ich irgendetwas über die zwei weiß, dass der männliche Programmierer kompetenter ist. Und das ist natürlich nicht wahr. Das ist, entzieht sich heutzutage jeglicher Faktenbasis, weil wir wissen, dass Frauen weitaus besser ausgebildet sind, die meistens Leistungsträger in Teams sind und, und. Also wir wissen, dass das einfach nicht wahr ist und trotzdem glauben wir das in unserer Kultur. Was machst du jetzt aus diesem Wissen? Ja, erstens mal wissen, dass diese Biases vorhanden sind, sind wahnsinnig wichtig. Zweitens, ja, manchmal müssen wir 120% geben, um das Gleiche rauszubekommen. Aber das heißt nicht, dass wir 120% Stunden arbeiten sollten, sondern smarter arbeiten sollten. Und eines, was mir da so ganz wichtig ist, schau in dein eigenes Netzwerk, beauftrage Frauen für das, was du zu beauftragen hast. Und das ist der erste Schritt, um diesen Stereotyp auch nochmal zu brechen. Also ich arbeite in meinem Business fast ausschließlich mit weiblichen Dienstleistern und Mitarbeiterinnen sowieso zusammen, weil es mir wichtig ist, dann Frauen dort zu fördern. Und wir alle haben es selber in der Hand, diese Biases zu durchbrechen und zu hinterfragen. Aber es ist ein Prozess. Und deswegen wollte ich auch darauf hinweisen, unbedingt. Dafür gibt es uns auch Frauen in der Wirtschaft, weil wir Absolut. einfach zeigen wollen, dass wir da sind. Ja. Wir sind präsent, wir sind kompetent, wir sind da. Ja, und dass auch andere Frauen hier Unternehmerinnen finden, wo sie sich einerseits vernetzen können und dann Genau. auch mal Geschäftsbeziehungen Richtig. miteinander aufbauen. Also das ist wirklich natürlich auf den eigenen Sale zu achten, ist sehr wichtig, aber auch auf den deiner Unternehmerkollegin zu achten, ist genauso wichtig, weil das kommt alles zurück. Es ist wie ein Bumerang. Ein zweiter Aspekt ist eigentlich Overconfidence, Underconfidence Bias. Wir wissen statistisch, dass Männer glauben, sie können mehr, als sie tatsächlich dann können. Also das ist wirklich Was statistisch. ist das, Erziehung oder woran hapert das? Ja, es ist sehr viel kulturell geprägtes Kulturell. Verhalten, so wie wir aufwachsen. Es geht bei vielen Jungs schon der Beste zu sein. Das ist gut, der Beste zu sein. Und bei Mädchen wird ihnen das fast häufig Die ausgeredet. müssen brav sein. Die müssen brav sein und ja nicht Aber im Rampenlicht ja, stehen. bescheiden und brav, aber wie gesagt, das ist, glaube ich, auch schon durchbrochen in der Mehrheit der Fälle. Aber ist Ja, da. man muss sagen, es gibt die Biases leider trotzdem noch. Ja. Also auch wenn man sich heutzutage Kindergartenkinder anschaut, es gibt sie trotzdem noch, auch unterstützt durch gewisse Konsumgüterprodukte und so weiter, die das auch nochmal fördern. Wichtig ist zu wissen, dass es den gibt und dass Frauen sich tendenziell schlechter einschätzen, als sie eigentlich sind. Also in einem Bieterverfahren oder ähnliches. Und dann kommen Zweifel, kann ich das überhaupt, soll ich überhaupt anbieten für diesen Auftrag oder ist es eine Nummer zu groß für mich? Auf jeden Fall anbieten, ja. Also Also immer die Nummer zu groß nehmen. immer die Nummer zu groß Ja. nehmen, zu 100%, ja. Und wenn du dann noch einen Push brauchst, dann rufst du eine Freundin an oder einen professionellen Coach zum Beispiel, der holt dich ganz schnell wieder in die Selbstbewusstseinszone. Auch die Mehrfachbelastung ist natürlich ein Thema. Frauen kümmern sich nach wie vor sehr mehrheitlich um die Care-Arbeit. Und das, was passiert dadurch? Ich habe einen Fokus da und ich habe einen Fokus da. Und immer wenn ich meinen Fokus teile, habe ich natürlich nicht all meine Gedanken auf ein Thema gestreamlined. Das ist auch etwas, wo man sagen muss, das ist natürlich eine individuelle Entscheidung, aber es einfach wahrzunehmen, dass es noch besser ist, wenn ich meine Business-Themen zum Beispiel blocke, wenn ich mich nicht ständig ablenken lasse, wenn ich mir irgendwo es schaffe, Zeiten zu nehmen, wo ich nur für mein Business Zeit habe und nicht auch noch mal gestört werden kann durch Kinder oder einen Partner oder ähnliches. Also Management der eigenen Ja, Zeiteinteilung und und auch strikt einen Unterstützung. Plan vielleicht auch machen. Ja. Einen Ort, ja, einen Kalender oder eine Zeiteinteilung, wo man sagt, so jetzt ist da nur das zu tun und da kommt man auch schon wieder besser hinein in das, Definitiv. wie kann ich mehr Geld verdienen, indem Ja. ich mich dann in dieser Zeit fokussiere auf
auf die Business. Ja. Gerade Zeitmanagement ist ein wahnsinnig wichtiger Faktor für EPUs und Selbstständige oder kleine Teams, weil wir lassen uns sehr häufig ablenken in unserem Fokus und machen nicht mehr das, was wirklich wichtig ist im Unternehmen. Dann geht da nichts weiter, Und dann ne? geht nichts weiter, ja. Und da müssen wir strikt zu uns selber sein. Das ist einfach so. Dann nehme ich mir einen Task vor für 2 Stunden, nämlich ein Kundenangebot fertig zu machen und wirklich rausgeschickt zu haben. Dann ist das fertig in 2 Stunden. Das muss fertig sein. Und dann heißt es nicht, okay, ich recherchiere noch ein neues Tool, was ich dann noch einbinden könnte. Nein, es macht deine Leistung wahrscheinlich nicht so viel besser, sondern du prokrastinierst an der Stelle wahrscheinlich. Und der vierte Aspekt ist auch das Netzwerk. Das muss aufgebaut werden. Wir müssen uns gegenseitig unterstützen in dem Sinne. Insgesamt ist Geld ein Spiegel der Wertschätzung. Und deswegen, wenn ich sage, keine Scheu vor richtig viel Geld, wir würden ja auch nicht sagen, ich habe Angst vor zu viel Wertschätzung im Sinne oder ähnliches. Das heißt im übersetzten Sinne auch keine Scheu vor zu viel Wertschätzung. Jetzt muss ich einen ganz kurzen Ausholer machen, nämlich wovor fürchten wir uns im Sinne der Wertschätzung, wenn jemand sagt, du bist super, du bist toll, du kannst das. Dann kriegen wir irgendwo einen Druck und sagen, okay, jetzt muss ich aber ganze Zeit so toll sein, weil ansonsten glaubt das irgendjemand nicht mehr. Und im Endeffekt ist es Liebesentzug, wenn wir es ganz, ganz, ganz viel runterbrechen. Und deswegen haben wir auch manchmal Angst, so viel Geld bezahlt zu bekommen von unseren Kundinnen, weil wir uns denken, können wir das liefern? Können wir das leisten? Aber in dem Moment, wo der Kunde oder die Kundin dir das bezahlt hat und sagt Ja zu deinem Angebot mit einer höheren Summe, die du normalerweise gewohnt bist, dann schenkt er oder sie dir das Vertrauen. Und das alleine ist so mächtig, wenn wir Geld einfach auch als Vertrauen und als Wertschätzung umpolen in unserem Kopf, weil Wertschätzung ist was tief Positives und wir alle wollen gewertschätzt werden. Also Preis-Leistung berücksichtigen, aber auch das eigene Selbstwertgefühl, die Wertschätzung als Basis nehmen auch. Als Basis nehmen, ja, also es Und ist muss sie wirklich. nicht entschuldigen, nicht? Wenn man Genau, man muss jetzt, sich das, da nicht. neigen Frauen oft dazu, dann sagt, nein, es tut mir leid, es kostet jetzt ein bisschen mehr, aber wir Ja. fangen schon so an, sondern das ist die Kalkulation und aus. So müsste man das vielleicht auch bringen, ne? Und aus ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wenn ich zum Beispiel einem Kunden das Angebot präsentiere und sage, so, die Leistung kostet 5.000 Euro. Pause, 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 Pause. Ja. Nichts mehr hinzufügen, einfach Ja. einen Punkt machen, nicht ohne Punkt und Komma reden, gerade bei einer Präsentation, sondern auch Zahlen wirken lassen. Und dann kann man mit vielem arbeiten, mit einem Anker, den man höher setzt und dann einen niedrigeren Preis macht. Das macht der Handel ja ganze Zeit. Also statt XY nur mehr diesen Preis. Ja, das ist ein Ankerpreis, den man setzt. Kann man viel machen, aber wichtig ist, dass du dich gut fühlst mit dem, was du dann verlangst, auch Ja. von deinen Kunden, weil im Endeffekt sagst du, das bin ich und meine Arbeitszeit, meine Kreativität, meine Produkte wert. Ja. Wir werden auch noch zu richtig verhandeln, auch in weiterer Folge im Oktober noch ein Seminar haben. Aber jetzt einmal Feststellung: Selbstwertgefühl, Businesserfolg nicht entschuldigen müssen, wenn man also hier für eine faire Leistung auch eine kalkulierbare Summe verlangt. Das muss natürlich schon entsprechender Basis haben. Definitiv. Manchmal denken wir, wir brauchen, um noch mehr Geld zu verdienen, neue Produkte, wir brauchen neue Dienstleistungen, wir müssen noch mehr arbeiten, damit wir mehr Geld verdienen oder wir brauchen irgendwelche neuartigen Strategien. Das ist aber eigentlich nicht der Fall. Was wir machen sollten und müssen, sind eigentlich 4 Punkte und die schauen wir uns jetzt nochmal im Detail an. Nämlich einerseits mal ganz genau deine Unternehmerin-Motivation kennen. Warum bist du überhaupt selbstständig oder unternehmerisch tätig geworden? Weil das ist deine Ursprungsmotivation, die dich auch über Hürden drüber trägt und die dich auch dazu bringt, deine Grenzen und auch deine Sales-Grenzen, die du aktuell hast, wo du ein bisschen in der Komfortzone wahrscheinlich schon bist, weiter zu pushen. Weil irgendwo gab es einen Traum, den du dir selber vielleicht verwirklichen wolltest oder etwas, was du in der Welt bewegen wolltest. Für mich zum Beispiel ist es, dass ich Menschen helfen möchte, wirklich ihr Potenzial auf die Straße zu bringen. Also wirklich dieses Potenzial, was sie zu haben, auch auszuschöpfen, beruflich vor allem. Und ich habe einfach festgestellt, dass bei Frauen da noch sehr viel Raum ist, ja, für Potenzial auch, das man ausschöpfen kann. Und deswegen habe ich mich auch auf diese Zielgruppe fokussiert. Aber was heißt das in meiner Unternehmerin-Motivation? Im Endeffekt,
kann ich mir jede Frau auf dem Planeten anschauen und mich fragen, hat sie schon ihr volles Potenzial beruflich ausgeschöpft? Und die Antwort wird höchstwahrscheinlich immer nein sein, weil es noch immer so viel zu tun gibt in dem Bereich. Und deswegen gibt es auch noch ganz viele Kundinnen, denen ich mit meiner Leistung helfen kann. Und deswegen sollte ich auch noch ganz viel mehr verkaufen, weil mit jedem Verkauf löse ich ja ein Problem meiner Kundinnen. Wir wollen niemanden etwas aufschwatzen in diesem Sinne, sondern wir wollen Probleme lösen und wir wollen total glückliche Kunden nachher haben. Vielleicht kennst du das, dieses Strahlen eines Kunden oder einer Kundin, wenn sie dein Produkt oder deine Dienstleistung erhalten hat und einfach happy ist mit dem und einfach über das ganze Gesicht strahlt. Und diesen Moment, den solltest du dir gerade bei deiner Sales-Strategie ja vor Augen halten, was für ein schönes Gefühl das ist, für einen Kunden oder Kundin etwas zu kaufen und zu sagen, ja, ich kriege endlich mein Problem gelöst. Und das kann vieles sein, ja. Aber Auch eine Belohnung im Sinne einer Motivation, einer das kann eine weiteren, ne? Belohnung sein, wenn ich Masseurin bin und ich habe Kundinnen, Stammkundinnen, die nach einem gestressten Arbeitstag zu mir kommen und die gehen wieder komplett entspannt nach Hause, dann ist es wahnsinnig wertvoll, diese Zeit gewesen für Genau. die und für mich. Und ich habe dafür gut bezahlt bekommen, weil ich habe denen das Wochenende gerettet, sozusagen. Und das ist was wert. Und werde dir nochmal klar über deine Unternehmerinnen-Motivation. Da spielt vieles rein. Also die soll einerseits sehr persönlich sein, nicht im Sinne von irgendwelche ideellen Motive verfolgen, wenn sie nicht deine sind. Davon rate ich ab, jetzt die Welt retten zu wollen, wenn du eigentlich keine Motivation dazu hast. Es soll sehr konkret sein. Es soll sich mit deinen Bedürfnissen decken. Also wir sprechen von unterschiedlichen Bedürfnissen von Unternehmerinnen. Viele machen das, weil sie selbstständig sein wollen im Sinne von Freiheit, weil sie über sich hinauswachsen wollen, weil sie die Anerkennung wollen. Also da gibt es unterschiedliche Bedürfnisse. Es soll auf jeden Fall so beständig sein, dass du das mehrere Jahre verfolgen möchtest, attraktiv für dich sein und auch groß. Es darf auch richtig groß sein. In diesem Bereich der Unternehmerinnen-Motivation haben wir dann noch drei Subbereiche, die einfach wichtig sind, um richtig viel Geld mit deinem Business zu verdienen. Nämlich einerseits die Sales-Strategie, die haben wir vorher schon kurz angesprochen. Im Sinne von den Business Fields, auch die Key Resources, wo sind deine Key Resources und was heißt das dann für das Feld, in dem du unterwegs bist und auch dein Mindset und die Offenheit, dass du sagst, okay, das Geld, das ich verdiene, ist die Wertschätzung und das Vertrauen, das mir entgegengebracht wird und ich mache richtig gute Sachen ja mit dem Geld. Und manchmal hilft es auch, diesen Mindswitch zu haben. Lieber ich bekomme das Geld und mache gute Sachen damit, als irgendein Konkurrent oder jemand anderer bekommt das Geld und macht vielleicht keine so guten Sachen damit. Also es ist auch ein Schutz für die insgesamte Menschheit, finde ich, wenn Frauen mehr Geld verdienen, weil ich finde persönlich, dass die Gesellschaft das auch braucht, diese Ja. Werte und diese Aspekte. So ein Zug zum Tor, ne, wie man sagt, Ja. ja. Auf den Punkt bringen, Ja. ja. Ja, und dann haben wir noch die Wachstumsphasen der Unternehmen, weil du fragst dich jetzt vielleicht, okay, was mache ich jetzt genau in dem Sinne mit der Sales-Strategy? Es gibt eigentlich vier Wachstumsphasen. Die erste ist Starting Out, die zweite ist Fast Growth, Structuring und Harvest. Was heißt jede Phase? Also die erste Phase ist wirklich von deiner Idee, wo du vielleicht gerade noch im Gründungsprozess bist, bis zu deinem ersten Verkauf. Ich denke mal, dass die meisten von euch darüber schon hinaus sind, dass sie schon etwas verkauft haben in ihrem Unternehmen. Und dann tritt man automatisch in die zweite Phase über, wo die grundsätzliche Frage ist, wie kann ich mehr von dem tun, was ich schon getan habe? Also das, was mich zu diesem ersten Verkauf gebracht hat, sind gewisse Schritte. Und wenn dieser Verkauf profitabel war, sagen wir mal so, also viele Unternehmen, der erste Verkauf ist vielleicht noch kein profitabler Verkauf, weil ich noch zu viele Kosten hatte. Aber vom ersten profitablen Verkauf an kann ich weg skalieren. Und da geht die zweite Phase wirklich bis zu 1 Million Umsatz. Also wenn ich erst 1 Million Umsatz gemacht habe, dann geht es eigentlich wirklich in die dritte Phase. Von quasi 1 Euro bis 1 Million Euro sollte dein kompletter Fokus auf Sales sein. Nämlich, wie verkaufe ich mehr von dem, was ich schon habe? Gar nicht so stark. Welche Produkte hole ich noch dazu in mein Portfolio und was könnten meine Kunden noch brauchen, sondern deine Kundenbasis erweitern und ein oder zwei, maximal drei Produkte eigentlich zu verkaufen, bis du dort bist.
Konzentration. Wobei das Konzentration. natürlich sicher, diese 1 Million wird abhängen. Bin ich EPU, habe ich mehrere Mitarbeiter, also von der Da reden wir Branche auch. natürlich schon von Das ist jetzt Mitarbeitern, einmal ja. so eine Größenordnung, nicht? Die man Also als 1 Million Euro Umsatz zu machen als EPU im Sinne von nur ich das alleine wird nicht wird gehen. schwierig. Ja, ich glaube, das wird nicht gehen. Wird schwierig. Also so derartig können wir am Selbstbewusstsein nicht arbeiten, aber möglicherweise auch, ja. Also ich will es nicht ausschließen, aber aus meiner realistischen Perspektive heraus braucht man da schon ein paar Mitarbeiterinnen, Ja, also für die Mitarbeiter, die meisten das machen. Businesses habe ich zumindest Freelancer Ja. oder andere Selbstständige, mit denen ich gemeinsam arbeite, die ich dann bezahle für ihre Leistung. Oder ich habe zumindest ein Team von, sagen wir mal, 3, 4, 5 Mitarbeiterinnen, die dann wirklich im eigenen Unternehmen arbeiten, um das bis zu dieser Größe zu kriegen. Was wir aber sehen, ist bei diesem Umsatz bis zu 1 Million Euro haben wir häufig noch nicht so diesen riesigen Gewinn. Also als Unternehmerin lohnt es sich nicht, an dieser Stelle zu stoppen. Weil häufig hast du, wenn du nur alleine bist und noch nicht in dieser Phase bist, wo du Mitarbeiterinnen hast, den gleichen Gewinn wie in der Phase, wo du dann 4, 5 Mitarbeiterinnen hast, weil das so eine Wachstumsphase ist, wo du dann nochmal drüber hinaus musst. Und dann sind wir in der dritten Phase im Structuring, wo es eigentlich um die Effizienz im Unternehmen geht, wo es darum geht, anzuschauen, wie senke ich meine Kosten für jede erstellte Einheit, Leistung? Wie kann ich auch als Dienstleistungsunternehmen Standardisierung in meine Prozesse reinbringen? So dass ich sage, okay, es gibt vielleicht 5 Module, die ich als Dienstleister anbiete, die ich kombinieren kann, wo ich weiß, das sind immer die gleichen Abläufe, wo ich Mitarbeiter dazu holen kann und nicht nur alles von mir selber abhängt in der Leistungserbringung. Das ist ja wahnsinnig stressig, wenn ich als Dienstleister anfange, als EPU, dass alles nur an mir hängt in der Leistungserbringung. Also da die Gedanken hinzubringen, wie schaffe ich es, die Produkte so zu strukturieren und die Dienstleistung so zu strukturieren, dass auch andere die Leistungserstellung übernehmen können. Das Ganz ist wichtiger Punkt. schwierig, gerade im Dienstleistungsbereich, weil wir da ja immer eine sehr starke Kundennähe haben. Und da hängt es wieder von den handelnden Personen ab. Ja, wie viel gibt man sozusagen an Freiheit auch für Mitarbeiter, ohne dass man Mitarbeiter und Kunden vielleicht gleich abgibt? Ja, das muss man also eine starke Struktur auch innerhalb der Firma haben, dass also starke Bindung und Exklusivität, dass das funktioniert. Also gerade in der Phase 2, finde ich, ist es schwieriger, ja, Ja, weil da das ist kommen die Kosten dazu ja, genau. und die Umsätze hinken meist noch, oder ich habe mehr Umsatz, dann habe ich wieder Aber ein mehr Stress. Mitarbeiter und dann ist wieder egalisiert. Also der Umsatz steigt, aber es bleibt fast unter Umständen dann weniger an Rendite über am Ende des Tages. Also da diese Balance zu finden, ist individuell natürlich Genau. zu prüfen aufs Deswegen Unternehmen. am besten nicht in der Phase 2 stecken bleiben, Ja, aber weil das ist gefährlich. Da wird man ständig ja, ein bisschen schwimmen, würde ich jetzt sagen. Einmal ist der Umsatz da und einmal die Mitarbeiter und einmal das zu wenig und das andere zu wenig. so ist Also da es. hinaus, aber ich möchte jetzt auch nicht abwerten, wenn ein Business sich unterhalb befindet. Es kann auch super laufen und Es ich kann kann auch sich viel Geld damit verdienen, jeder absolut. Es Größenordnung. kann sich stabilisieren, aber dann gehe ich trotzdem wahrscheinlich eher in eine Strukturierungsphase, in dem Sinn, Ja. wo ich sage, okay, ich habe ein Unternehmen und ich bin jetzt urhappy auf dem Umsatzniveau, wo ich jetzt gerade bin und habe zum Beispiel 2, 3 Mitarbeiterinnen und ich möchte genau hier bleiben, dann mache ich ja auch diese Genau. Strukturierungsphase und mache einen Hausputz sozusagen und sage, okay, wie können wir das jetzt wirklich so aufstellen, dass es für mich als selbstständige Unternehmerin bequemer wird, im Sinne von, dass ich schon diese Kundennähe habe, aber nur dann, wenn ich sie gerade brauche und nicht alles Organisatorische davor und danach und vielleicht die Reviews oder Ähnliches auch machen muss, sondern dass ich wirklich die wichtigen Kundentermine wahrnehme, aber trotzdem mein Team einiges halt für mich auch organisatorisch machen kann. Strukturierung, glaube ich, ist das Stichwort, nicht? In dem Fall. Also, dass man sich nicht selber zersprachelt, Genau. sondern versucht zu standardisieren, was möglich ist Absolut. für einen selber, auch Phase 1 und 2, aber dann, um das noch einmal den Output zu steigern, Struktur reinbringen. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt auch zu unserem heutigen Thema. Ja, Struktur ist wahnsinnig wichtig und sich tatsächlich zu fragen, was hat jetzt in den ersten 2 Phasen auch funktioniert und was nicht. Also auch immer wieder regelmäßig Inventar halten und
auch Hardcore Kostenrechnung zum Beispiel zu machen, egal ob das eine Dienstleistung oder ein Produkt ist, sich zu fragen, von Minute A bis zum Ende dieses Projekts, wie viel Zeit brauche ich effektiv, das aufzuschreiben und mal zu tracken, ist für viele auch eine Überwindung, dass ich sage, okay, nicht nur die Stunden, wo ich wirklich genau beim Projekt jetzt sitze, sondern alles Organisatorische davor, den Kunden anlegen etc., das gehört alles zum Umsatz dazu und muss alles reinkalkuliert werden, weil ansonsten sind das die Stunden, die wir als Unternehmerinnen von 9 bis 11 am Abend machen. Ja, es sind zeitvernichtende Stunden in der produktiven Phase und dann hängt man halt da an, wo man schon Erholung haben sollte, weil es zu lang wird. Ja. Ich meine, es spricht sich immer alles leichter als in der Praxis, man muss halt alles hinterfragen, aber oft hat man Angebote, ob das jetzt im Gewerblichen ist oder im Handwerk, die sehr scharf kalkuliert sind, die sehr aufwendig sind, wo man nicht nachjustiert, auch in der Preisgestaltung. Man hat es zwar wunderbar erledigt, die Kunden sind zufrieden, aber am Ende des Tages hat es viel Zeit gekostet und nicht sehr viel gebracht dann für einen selber. Das ist ein super wichtiger Punkt. Wenn solche scharf kalkulierten Angebote nicht unbedingt notwendig sind im Sinne von der Auslastung für die eigenen Mitarbeiter. Manchmal muss man es eben so machen. Ne? Oder weil es ein Prestigeprojekt ist und ich den Kunden haben möchte als Referenz, dann lohnt sich es manchmal gar nicht, sondern auch zu fokussieren dann eher auf Produkte oder Kunden, wo ich sage, ja, hier verdiene ich wirklich das, was ich auch verdienen möchte in dieser Zeit. Also natürlich gibt es Motivation, um sowas zu machen, aber man muss die Motivation kennen auch dahinter. Und wenn ich sage, ja, ich würde mich gern schmücken, dass ich diesen oder jenen Kunden gehabt habe, dann ist das vollkommen okay, aber das ist dann ziehen wir quasi vom Marketingbudget da was rüber. Und haben dadurch das wieder drin. Aber um jetzt wieder weiter zu kommen zur nächsten, zur vierten Phase, die Harvest-Phase, da ist nochmal ein Mindset-Switch absolut notwendig, nämlich am Unternehmen zu arbeiten und nicht mehr im Unternehmen, sich auch rauszuziehen aus dem operativen Geschäft, kann für viele schwierig sein, ab einem gewissen Stadium, aber ist häufig dann auch notwendig, weil man auch selber ein bisschen Betriebsblindheit für das eigene Unternehmen entwickelt. Und wenn das dann eine gewisse Größe hat, dass man dann auch mehr am Unternehmen, nur an der Strategie arbeitet und nicht mehr in jedem Detail drinnen ist, wo man sich quasi dann auch als Investorin des eigenen Unternehmens fühlt. Und wenn dazu irgendwelche Fragen entstanden sind, auch immer gerne schreiben. Wir sind jederzeit dazu da, auch Dinge zu beantworten. Ja, ich versuche oft dann durch Fragen, die mir schon auffallen, das vielleicht auch ein bisschen schon vorwegzunehmen. Ja? Genau, also um das nochmal zusammenzufassen, das sind eigentlich die vier Punkte, die du dir auch einfach so auf ein Blatt Papier heute zeichnen kannst. Vier Kreise, ein großer Kreis rundherum, drei Kreise außen. Wo ist deine Unternehmerin-Motivation? Was möchtest du da für dich persönlich erreichen? Ist es Freiheit? Ist es Anerkennung? Ist es die finanzielle Unabhängigkeit? Was ist so wirklich das, was dich antreibt oder auch angetrieben hat, dein Unternehmen zu gründen? Und hat sich's auch geändert? Das kann sich natürlich auch im Laufe der Zeit ändern, wenn du schon länger selbstständig tätig bist. Wie schaut deine Sales-Strategie aktuell aus in deinem Unternehmen? Hast du da einen Plan, wie du erstens die Umsätze für dieses Jahr generierst und aber auch, was ist dein Wachstumsplan und was bedeutet das für Kosten etc.? Und da gehen wir dann ins Business Planning und Business Forecasting natürlich. Vielleicht hast du das auch schon mal für dich selber überprüft, aber es lohnt sich immer mal wieder hinzuschauen auf das eigene Money Mindset. Was denke ich über Geld? Was denke ich, wenn ich einer Kundin eine hohe Rechnung schreibe? Über meine Leistung finde ich, dass es gerechtfertigt ist und schreibe ich es mit einem guten Gefühl oder habe ich Angst davor, die Rechnung wegzuschicken und überprüfe sie doch lieber 5-mal? Also mit welchem Gefühl gehst du zu diesem Thema überhaupt ran? Und ich kann dir auch sagen, dass es, wenn du jetzt gerade komfortabel bist in diesem Thema und du hebst deine Preise aber um 30% zum Beispiel an, weil du sagst, ich bin sowieso ausgebucht und ich kann eh nicht mehr arbeiten, zum Beispiel im Dienstleistungsbereich, dann heb mal die Preise um 50%. Es wird sich nicht so viel wahnsinnig verändern für dich im Sinne von, die Kunden werden auch nicht davonlaufen, wenn sie glücklich sind. Vielleicht gehen 20% deiner Kundinnen, aber du verdienst trotzdem mehr Geld.
Also das ist auch etwas, wo man nochmal adjustieren kann für sich Mit selber auch. Fingerspitzengefühl. Mit Fingerspitzengefühl, aber auch durchaus mal testen. Vielleicht hat man ein, zwei Produkte, die man auch an einem Submarkt mal anders testen kann oder anders aufbauen kann und dadurch die Gewinnmarge viel erhöhen kann. Also einfach da auch ein bisschen rumspielen mit dem Thema. Und wenn du das aber machst, dann wirst du merken, dass du, sobald du eine Preissteigerung machst, wieder die gleichen Themen hast wie mit deinem alten Preis. Also wenn du dich jetzt schon komfortabel fühlst und du hast dein Mindset bereinigt und du gehst auf ein nächstes Level, wirst du häufig die gleichen Themen wieder haben, weil die kommen in Wachstumsschüben. Immer dann, wenn wir auf unsere nächste Wachstumsebene gehen, haben wir häufig die gleichen Glaubenssätze, die gleichen Themen. Also einfach nicht schrecken, wenn irgendwas wieder zurückkommt von dem, was du dachtest, das habe ich schon bearbeitet. Und der dritte Aspekt ist, auf welchen Key Ressourcen ist überhaupt dein Business aufgebaut? Einerseits sind die Unikat für dich und aber auch auf der anderen Seite, wie profitabel ist mein Markt und was davon kann ich auch tatsächlich abgeben an jemand anderen? Wie kann ich jemand anderen aufbauen, der ähnliche Themen dann erledigen kann wie ich selber? Und wenn du dich jetzt fragst, okay, ich habe noch eine Verwirrung in meinem Kopf, wo ich da am besten ansetzen kann, dann kann ich dich einladen zu einem kostenlosen Erstgespräch bei mir. Du kommst einfach online bei mir vorbei und wir schauen uns an, wo ist deine aktuelle Business-Situation und wie können wir da noch mehr Sales, mehr Umsatz, mehr Wachstum für dich generieren, sodass du ja das Leben haben kannst als Unternehmerin, was du haben möchtest. Das ist ja nämlich die ursprüngliche Motivation, warum wir meistens rausgehen mit dem, weil wir irgendetwas für uns persönlich auch erreichen möchten. Wunderbar. Darf ich ganz kurz vielleicht eine Frage einschieben? Ich habe hier eine Frage, weil es ganz gut auch passt zu den Ressourcen und so weiter. Die Frage lautet: Was sind deiner Meinung nach die drei wichtigsten Finanzthemen, mit denen sich Frauen in der Wirtschaft gut auskennen sollten? Also ähnlich wie im Angestelltenverhältnis haben wir verschiedene Aspekte, nämlich einerseits hast du deine Unternehmensfinanzen und dann hast du deine privaten Finanzen. Bei deinen privaten Finanzen gab es auch schon gute Vortragsreihen zu, wie sichere ich mich in der Pension zum Beispiel ab. Wichtiges Thema für Unternehmerinnen gerade auch zu checken, wie viel habe ich denn eigentlich schon eingezahlt in die Pensionskasse und habe ich auch eine private Vorsorge für das. Dein Unternehmen kann dich dabei unterstützen. Da gibt es gute Modelle, um eigentlich auch als Unternehmerin da Geld zu sparen. Aber das ist jetzt nicht mein Metier. Aber es gibt einfach wirklich gute Finanzberaterinnen, wie zum Beispiel die Dr. Marietta Barbus, die da wirklich spezifisch Frauen darauf berät, wie du dieses Thema gut für dich in den Griff bekommst. Also das ist so diese langfristige persönliche Perspektive. Dann hast du aber, finde ich, auch die kurzfristige private Perspektive, nämlich wie viel Geld gibst du eigentlich aus, wie viel nimmst du ein und sind deine Ausgaben so notwendig oder kann ich da auch den Rotstift mal ansetzen, ohne irgendwie zu streng zu werden mit dir. Ich bin immer ein Fan davon, auch mal die Dinge aufzuschreiben und ich kann dir wirklich die App Daily Budget dafür empfehlen. Das ist eine Handy-App, mit der du all deine Ausgaben und auch Einnahmen tracken kannst als Privatperson. Und es ist wahnsinnig spannend, mal zu sehen von dem Unternehmerinnengehalt, das ich mir persönlich auszahle, wie viel Budget habe ich denn da täglich minus meiner Fixkosten übrig? Wie viel Euros darf ich eigentlich täglich ausgeben für etwas? Und da einfach auch mal Bilanz zu ziehen, ist, finde ich, sehr wichtig, um sich klar zu sein, wo man aktuell steht mit dem Thema Finanzen für sich privat. Und dann haben wir die unternehmerische Seite. Und identifiziere dich nicht zu sehr mit deinen unternehmerischen Finanzen, weil dein Unternehmen ist dein Unternehmen, privat bist du eine Privatperson. Manchmal denken wir auch nämlich, wenn wir etwas rein investieren in unser Unternehmen, dass ich das bin, aber das stimmt per se nicht. Ein Unternehmen ist ein Unternehmen und da auch eine gewisse Objektivität von außen zu haben als Unternehmerin und am Unternehmen zu arbeiten, ist wichtig. Also den Unternehmensfinanzen. Einerseits hast du das Thema Cashflow, weil ohne Cashflow können wir uns nicht bewegen im Markt. Also wenn wir eine Gelegenheit wahrnehmen wollen und investieren wollen, dann brauchen wir einen Cashflow. Das heißt, achte darauf, auch wenn du ein B2B-Business hast, wie sind die Zahlungsziele in dem ganzen Bereich angelegt? Habe ich so hohe Investitionskosten und mein Kunde zahlt mir erst nach 60 Tagen die Leistung oder kann ich mir einen anderen Deal herausarbeiten, dass ich sage, ich stelle direkt die Rechnung ganz am Anfang, bevor, wenn ich anfange zu arbeiten
Und dann ist wahrscheinlich 60 Tage, nachdem ich fertig bin mit meiner Dienstleistung, das Geld tatsächlich da. Weil es ist auch nicht fair in dem Sinne, dass du so viel vorausstrecken musst als Unternehmer, Unternehmerin. Oder habe ich Zwischenetappen, damit ich meinen Cashflow eben Also finanziere? Zahlungsziele sind wichtig und auch glaube ich, also nicht glaube ich, sondern aus meiner Sicht die steuerlichen Aspekte und Konsequenzen von den Handlungen sind ja so jetzt hier Anschaffungen absetzbar, in welcher Form absetzbar, wie schaut das mit der Einkommensteuer aus oder zahle ich Körperschaftssteuer? Also ich würde sagen, also aus meiner Warte heraus sind auch Überlegungen der steuerlichen Konsequenzen und Auswirkungen ganz, ganz wichtig mit Unterstützung von Experten Ja, natürlich. definitiv. Also da kann man auch richtig viel Spaß dran zu haben, teilweise das Ganze für sich selber auch zu optimieren und zu fragen, okay, wo kann ich was steuerlich auch absetzen? Nehme ich das in dieses Jahr noch rein oder investiere ich erst im nächsten Jahr? Ja, also dass ich da meine Steuerlast natürlich reduziere, weil das ist ein großer Aspekt. Und jeden Euro, den du in deinem Business behältst, kannst du natürlich weiter wieder investieren. Also Cashflow ist der eine Aspekt und auch die Steuerlast ist ein ganz, ganz wichtiger. Und auf der anderen Seite etwas, was du aus dem FF können solltest, ist, wie profitabel ist jedes Produkt oder jede Dienstleistung von mir? Also wirklich deinen Deckungsbeitrag zu kennen von deinen einzelnen Produkten und Dienstleistungen. Weil dann weiß ich in einem Kundengespräch, wenn ich das Modul 1 reingebe, dann erhöht sich mein Gewinn automatisch um X und der ganze Auftrag ist profitabler für mich persönlich, ohne dass er mehr Kosten verursacht. Oder wenn du wirklich ein Produktbusiness hast, wo du physische oder auch elektronische Produkte hast, was ist der Deckungsbeitrag pro Produkt und kann ich das über zum Beispiel Marketing etc. nochmal mehr skalieren, um den Deckungsbeitrag insgesamt dieser Produktsparte zu heben. Und ja, das ist ein bisschen ein Zahlenwerk natürlich. Da kann man aber ganz, ganz einfach anfangen. Ne? Man muss keine riesigen Excel-Tabellen dafür haben, aber sich hinzusetzen und mal die Frage zu stellen, welche Kosten verursacht eine Dienstleistung? Welche Kosten verursacht ein Produkt? Was bleibt mir am Ende übrig, um meine Bürokosten zu decken, um meine Mitarbeiterinnen zu zahlen und, und. Wunderbar. Ich hoffe, die Frage ist beantwortet, Ist Andrea. sehr ausführlich beantwortet. Ich glaube, wir gehen, wir kommen ja schön Genau. langsam zum Ende unserer Genau. informativen Stunde. Wenn du auch noch andere detailliertere Fragen hast, dann kann ich dich nur einladen. Komm gerne zum Erstgespräch zu mir. Alle Informationen dazu findest du auf katjaschuh.com/Termine oder du findest mich ganz aktiv auf LinkedIn. Dann kannst du auch in eine Konversation mit mir eintreten. Kannst dich einreihen in ganz viele glückliche Klientinnen von mir eigentlich auch. Und ganz spannend, für super kurz Entschlossene möchte ich das nicht unerwähnt lassen. Heute ist auch die letzte Möglichkeit, sich für mein Next Career Level Programm anzumelden, wo ich eine nur reine Unternehmerinnengruppe auch habe, die 9 Monate lang an ihrem Business arbeiten, an der Positionierungsstrategie, an Themen, wie komme ich auf mein Next Business Level sozusagen, wie schaffe ich diese Wachstumsphasen gut für mich abzuschließen. Und wenn dich das interessiert, da in einer Gruppe von anderen Unternehmerinnen zu arbeiten, dann gerne heute noch auf mich zukommen. Per LinkedIn oder per E-Mail, auch an katja@katjaschuh.com, gerne Und wie viele einfach mir sind da in schreiben. einer Gruppe? Ist es eine größere Gruppe 8 Frauen oder sind da drin. 8 Frauen? Also es ist wirklich eine hübsche Mastermind-Gruppe, die sich auch darüber hinaus einfach gut connecten und vernetzen. Und da entsteht total viel Dynamik und das gefällt mir dann persönlich sehr, sehr, sehr gut. Ja. Und ich Das war freue das mich. neunmonatige Programm. Das dauert 9 Monate, ne? Genau, Haben wir das gehört, dauert ja? 9 Monate und ich freue mich grundsätzlich für jedes Anliegen, was du hast, wenn du in der Karriere auf mich zukommst oder wenn wir einfach im Gespräch bleiben und wenn es ist in meiner Businessfrauen-Dachgruppe auf LinkedIn, da haben wir alle 2 Wochen ein Networking-Event, das ist kostenlos, du kannst einfach dich einwählen und wir sind im Austausch mit anderen Businessfrauen aus dem ganzen deutschsprachigen Raum, also mega interessant. Und ich sage Dankeschön. Wunderbar. Ich danke auch, Katja. Danke für die Ausführungen. Wir haben heute einen ganz wesentlichen Baustein auch zu unserem Thema Mut zum Geld gehört. Wie kann man sozusagen auch mehr verdienen? Wie kommt man zu mehr Geld? Wo auch einerseits ein bisschen der
Selbstgedanke, das Selbstwertgefühl im Mittelpunkt steht. Das heißt, keine Scheu auch haben, eine Kalkulation durchzuführen, die auf realistischen Werten natürlich basiert und also nicht nur jetzt eine Zero-Kalkulation sein muss, sondern das kostet mich das, das finde ich, bin ich wert. Gerade wo Dienstleistungen vielleicht sind im Handel, ist es natürlich hier an das Produkt gebunden, aber auch da gibt es einige Tools, wie man da die Kalkulationen macht, sicherlich auch vom Wettbewerb oder Mitbewerb abhängig dann. Ja, also wieder ein sehr wichtiger Baustein. Wie kommt man weiter? Welche Schritte kann man also im eigenen Unternehmen durchführen? Ich glaube, ganz wichtig ist die Strukturierung. Das ist das Vokabel, das ich für mich heute mitnehme. Strukturiert arbeiten, das brauche ich auch, weil ich tendiere auch immer dazu, 1000 Gedanken und dann wird es schon irgendwie laufen. Ich muss mich da selbst immer am Riemen reißen und sage, jetzt bitte strukturieren wir und jetzt machen wir eines fertig. Also das ist für mich das Schlüsselwort eigentlich, das ich für heute mitnehme. Ja, in unserer Serie haben wir so wunderbar da jetzt hier ganz, ganz wichtige Aspekte gehört. Vielen Dank, dass wir heute dich hier gehört haben mit deinen Expertisen. Wie geht es weiter? Haben wir ohne dies jetzt schon einiges von der Homepage gesehen, also wie man dich erreichen kann. Wie geht es weiter bei Frau in der Wirtschaft? Auch wir haben für Sie schon ein Herbstprogramm wieder vorbereitet, wo wir im Oktober für Sie einige, sogar also in dem Fall jetzt 3 Veranstaltungen vorbereitet haben. Wir haben am 6. Oktober nun endlich wieder den Tag der Frau in der Wirtschaft, den wir heute abhalten können, hier im Haus der Wiener Wirtschaft ab 16 Uhr, wo wir unser Jahresthema noch einmal mit Highlights bringen und auch einigen Überraschungen. Am 8. Oktober gibt es dann den Workshop Aufsichtsratskompetenz, der wird am Nachmittag stattfinden, über einige Stunden. Und am 12. Oktober haben wir den nächsten Online-Talk, der also hier nahtlos anschließt an das heutige Thema, nämlich mit dem Titel Nicht um jeden Preis erfolgreich preisverhandeln. Das ist auch das, was der nächste Schritt wäre, wo man sagt, ja, man hat zwar einen Preis jetzt genannt, aber wie kann man den auch halten, ja, in der Verhandlung? Das wird am 12. Oktober sein. Sie haben schon von den ersten beiden Veranstaltungen auch über die Aussendungen nähere Informationen erhalten, können aber jederzeit, und das ist dann die ganz wichtige Adresse, über die Homepage www.frauinderwirtschaft.wien, die ist jetzt auch eingeblendet, über Netzwerke und Events, die zukünftigen Termine abfragen, auch hier Anmeldungen durchführen. Und ganz wichtig auch, Sie können auch alle Webseminare, die wir heuer gehalten haben, heute hatten wir das 9. Webseminar zu unserem Thema Mut zum Geld, noch einmal nachhören und nachschauen. Auch die Präsentationen sind zum überwiegenden Teil noch einmal abrufbar. Das Angebot haben wir für Sie und damit möchte ich die heutige Stunde, den ersten Herbsttermin abschließen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und ich freue mich, wenn wir weiterhin erfolgreich in den Oktober hineingehen und würde mich sehr freuen, wenn Sie die eine oder andere Veranstaltung besuchen und vor allem, wenn wir uns doch wieder einmal persönlich treffen. Ich wünsche einen schönen Tag und verabschiede mich aus dem Haus der Wiener Wirtschaft. Danke auch an Katja. Herzlichen Dank. Auf Wiedersehen.